Ich ganz herzlich begrüße zu meiner Linken Herrn Konrad Fünfstieg, Trainer vom FC Kaiserslautern, zu meiner Rechten unseren Trainer Jens Kieber und ich übergebe Wort an den Gästetrainer. Ja, erstmal schönen Nachmittag. Ja, gewonnen in Homburg war für uns nicht so vorherzusehen. Wir haben mal gewusst, was uns heute hier erwartet in Homburg. Eine Mannschaft, die eine hohe Qualität verfügt, die wie immer vom Jens sehr, sehr gut eingestellt ist und einen guten Plan gegen uns sich zurechtgelegt hat. Und haben einen extremen Kaltstart erwischt mit dem frühen Gegentor. Haben wir die Verunsicherung bei uns richtig angemerkt. Und irgendwie sind wir dann in Führung gegangen mit Elfmeter. Und dann führst du auf einmal 2-1 hier, dann schaffst du ein bisschen Ordnung, schaffst ein bisschen Ruhe. Wenngleich unser Spiel in der ersten Halbzeit gar nicht gut war. Wir haben fast keinen Ball erwischt, zweite Bälle, alle verloren und wir waren da gar nicht zufrieden. Zweite Halbzeit war es am Anfang ein bisschen besser, haben ein bisschen mehr die Qualität von Homburg im Griff gekriegt, kriegen dann trotzdem nach einer Standardsituation den Ausgleich, den wir wieder nicht gut verteidigen konnten. Und dann war es zum Ende eigentlich ein offener Fight, wo das Pendel in beide Richtungen hätte ausschlagen können, für Homburg oder für uns. Und dann hatten wir heute mal auch das Glück, was vielleicht in der Hinrunde nicht immer da war, dass wir dann hier in der Schlussminute dann noch das Tor erzielen. Insgesamt unterm Strich freue ich mich für die Jungs, die heute auch wieder gemeinsam gekämpft haben, gearbeitet haben in dieser schweren Liga gegen eine gute Mannschaft, gegen auch eine sehr gut aufspielende Homburger Mannschaft, die uns hier alles abverlangt hat. Und ich wünsche Jens und FC Homburg alles erdenklich Gute. Ist noch eine lange, lange Rückrunde, kann noch ganz viel passieren. Und ich wünsche mir einfach, dass Homburg den Weg, wo sie hingehören, auch einstreben. Und euch alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit. Danke. Vielen Dank. Ja, der Conny hat das Spiel richtig analysiert. Ich glaube, wir sind mit dem Blitzstart haben wir losgelegt. Haben die ersten 10 Minuten noch eine klare Torschance gehabt. Da kannst du auch schon 2-0 führen, aber es ist nicht so. Dann bekommen wir zwei lange Bälle in die Abwehr, haben Unstimmigkeiten in der Abwehr und bekommen durch einen Freistoß und einen Elfmeter innerhalb kurzer Zeit 2 Knickschläge, 2-1. Eigentlich waren wir danach auch wieder relativ schnell ins Spiel gekommen. Wir hatten genau so gespielt, wie wir wollten. Wir wollten immer schnell übers Mittelfeld überbrücken. Wir sind immer in die letzte Reihe gekommen bei Kaiserslautern und haben uns dadurch auch Chancen erarbeitet. Ja, leider haben wir die entscheidenden Chancen nicht genutzt, waren immer präsent auf dem Platz. Sehr, sehr ärgerlich, als wir aus der Halbzeit rauskamen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Tor korrekt war oder nicht, muss man abwarten. Das war natürlich eine Situation, wo es früher schon 2-2 stehen kann. Wir machen das 2-2 dann und dann haben wir natürlich auch alles auf eine Karte gesetzt. Wir wollten das letzte Heimspiel dieses Jahr gewinnen. Wir haben zuerst Angelo, Kai, 2 Stürmer gebracht, Matteo aufs Feld gebracht. Das heißt, wir haben am Schluss mit Patrick, der sich leider verletzt hat, 4 Stürmer auf dem Feld gehabt. Schade, Mut wird nicht immer belohnt. Sehr, sehr ärgerlich, der Elfmeter in der Nachspielzeit. Wenn man sich genau anguckt, sieht man den Vorland und am Abwehrspieler vorher, vor der Elfmeteraktion. Deswegen haben wir auch reklamiert. Das ist halt sehr, sehr bitter, weil ich glaube, eine halbe Minute vorher pfeift ein Foul auf der anderen Seite. Aber wir wollen nicht alles auf den Schiedsrichter schieben. Wir haben Chancen gehabt, die haben wir nicht gemacht. Wir haben 2-3 Fehler zu viel gemacht, muss man sagen. Deswegen haben wir auch unterm Strich dann verloren. Aber im Endeffekt, die Leistung der Mannschaft war absolut okay. Wir haben, wie gesagt, fast das ganze Spiel versucht, den Druck hochzuhalten. Das ist auch über lange Zeit gelungen. Und dann muss man sagen, hat Kaiserslautern auch Probleme gehabt, aber im Endeffekt haben sie gewonnen. Und wenn du ein Tor mehr schießt wie der Gegner, gewinnst du verdient. Vielen Dank. Gibt es seitens der Presse Fragen an die beiden Trainer? Das scheint nicht der Fall zu sein. Die nächsten Termine, wir spielen am kommenden Freitag, den 5. Dezember in Trier, Anstoß um 19.30 Uhr. Danach ist Winterpause, das nächste Heimspiel ist terminiert für den 28. Februar, 15 Uhr hier zu Hause gegen die Offenbacher Kickers. Bis dahin eine gute Zeit, vielen Dank, auf Wiedersehen.